Die AWO wird 100. Gegründet wurde die Arbeiterwohlfahrt von Marie Juchacz am 13. Dezember 1919 mit dem Ziel, Not zu lindern und ihr vorzubeugen. Die AWO im Kreis Heinsberg feiert dieses Jubiläum gemeinsam mit den Mitarbeitern, Ortsvereinen, Wegbegleitern und Unterstützern. Das sehenswerte ehemalige Verwaltungsgebäude der Grube Carolus Magnus in Übach-Pallenberg, das heutige CMC-Center, steht ganz im Zeichen eines großen Jubiläums. Die Arbeiterwohlfahrt wird 100 und viele Dutzend Gäste sind der Einladung des Kreisverbandes Heinsberg gefolgt. Auch nach 100 Jahren gehören Gleichheit, Solidarität oder Gerechtigkeit weiterhin zu den Kernthemen der AWO, wie Beate Ruland berichtet. Und dass wir als Arbeiterwohlfahrt auch diese Themen immer und immer wieder vorne wegtragen. Dass wir immer wieder auch heute schauen, dass die Menschen, die keine Stimme haben, durch uns vertreten werden, dass wir Anwalt dieser Menschen sein können. Bei aller Hilfe zur Selbsthilfe, die die AWO in den unterschiedlichsten Bereichen anbietet, hat sich aber auch das Unternehmen AWO in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt. Zum Beispiel die ganzen Kindertageseinrichtungen, die offenen Ganztagsschulen, die wir betreiben, die Senioreneinrichtungen, die ambulanten Dienste, alles ganz wichtige Themen. Und da sind wir sehr gut aufgestellt und da bin ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch vor allen Dingen den Ehrenamtlern und ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr, sehr dankbar, dass sie mit so viel Herz immer noch hier diese Arbeit für die Gesellschaft leisten, ohne die mit Sicherheit unsere Gesellschaft sehr viel ärmer wäre. Leistungen, die auch Übach-Pallenbergs Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch mehr als zu schätzen weiß. Wir alle wissen, dass die Stadt Übach-Pallenberg ja eine Stärkungspaktkommune nach wie vor ist. Und da sind wir also sehr froh, dass wir die Lasten, die wir zu tragen haben, mit der AWO in der Form teilen können, dass viele, viele Maßnahmen, die wir sonst uns hier in Übach-Pallenberg nicht mehr hätten leisten können, durch die AWO dann erledigt werden. Beispiele sind Kindergarten, Beispiele ist eben in der Flüchtlingsunterstützung, Beispiel ist, dass hier über die AWO bei uns der Grünschnitt vollzogen wird, natürlich nicht kostenfrei, aber zu einem angemessenen Preis, den wir uns dann auch leisten können. Der Kreis, der ist sowohl Sozialhilfe als auch Jugendhilfeträger und wir können viele Aufgaben nicht selbst, also alleine erfüllen. Das heißt, wir brauchen einen Partner, der uns dabei unterstützt und das sind in diesem Sozialhilfebereich und im Jugendhilfebereich die Wohlfahrtsverbände, eben auch die AWO. Und wenn wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite haben, mit dem man praktisch zusammenarbeiten kann, dann ist das sehr, sehr viel wert für eine Kreisverwaltung und für einen Kreis. Doch dies gilt nicht nur für Kreis und Kommunen. Auch für die Mitarbeiter stellt die AWO einen verlässlichen Arbeitgeber dar, bei dem man gerne seine Brötchen verdient. Ich finde es einen tollen Arbeitgeber und es macht mir Spaß hier. So kann ich mit älteren und jüngeren Leuten zusammenarbeiten und die unterstützen in dem Alltag. Weil ich mich hier sehr wohl fühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe es, bei der AWO zu arbeiten. Ja, weil es mir da Spaß macht. Mit allen Angeboten, die die AWO für die Menschen bietet, hin von den Kindergärten bis hin zum Seniorenbereich und allen Bereichen auch dazwischen, ist sie ein wichtiger Bestandteil, um die Menschen zu unterstützen, da wo sie in Schwierigkeiten sind, auch Unterstützung zu erfahren. Mehr als ein guter Grund, auch gemeinsam zu feiern. Beim Betriebsfest einmal die Seele baumeln lassen und auch die Gemeinschaft untereinander pflegen. Das Betriebsfest der AWO ist ein Dankeschön an die Mitarbeiter für ihre außergewöhnliche Arbeit, die sie bei uns im sozialen Bereich leisten müssen. Und wir freuen uns, dass wir alle zwei Jahre dieses Betriebsfest feiern und dieses Jahr in einem besonderen Rahmen, weil wir 100 Jahre AWO feiern. Und nach dem Motto, der Bezirk hat er den Köln Gürzeli schon vorgemacht, lasst den krachen! Da wird bei leckerem Essen für jeden Geschmack, von italienisch, asiatisch, gut bürgerlich bis hin zu Oktoberfestschmankerln und toller Musik mit der Band Justice bis in die Nacht gefeiert.
Und wir erfahren, manchmal mit einem kleinen Augenzwinkern, noch so manche Anekdote, wie es denn zur Mitarbeit bei der AWO gekommen ist. Ich bin nach dem Studium erst in der Marktforschung gewesen, war aber nicht so der Brüller, würde ich sagen, war dann arbeitslos und ich bin über eine Freundin hier bei der AWO gelandet. Die hatten gerade einen Job frei und meine Chefin kam um die Ecke und fragte mich, ob ich nicht anfangen wollte. Und dann war das ratzifatzi erledigt. Und jetzt bin ich schon im 11. Jahr dabei. Ich bin jetzt im 12. Jahr hier. Und der Grund, warum ich so lange hier bin, ist, das können Sie ja sehen. Das sind ja ganz nette Kollegen. Wir machen schöne Feiern zusammen. Und da fühlt man sich ja ganz wohl. Ich bin gerne hier. Mir macht es richtig Spaß. Tolles Team. Prima Arbeitsbedingungen. Alles gut. Echt AWO. Einfach viel bewegen. Vorsitzender Bernd Reibel bringt es abschließend noch einmal auf den Punkt. Die AWO steht für Menschen für Menschen. Menschen, die in irgendeiner Notsituation sind, können zu uns kommen. Wir helfen da, wo Not am Mann ist.